Was geht ab, meine Z-Fighter, oder hier? Und die Celebration rund um den Dragon Ball Super Broly und die Filmankündigung und das Extreme Z Battle sind nun online im globalen Dokkan Battle. Dementsprechend werden wir uns gleich alle Informationen detailliert ansehen und damit ihr Bescheid wisst, auf jeden Fall, was ihr tun müsst. Aber Freunde, schon mal außen vorweg, es ist leider quasi das Worst Case Szenario eingetroffen, das Schlechteste, was passieren konnte, nämlich dieser Broly im Extreme Z Battle ist nur der Boss im Extreme Z Battle. Wir bekommen kein Free-to-Play Broly, es gibt kein Summoner Broly, es gibt kein Broly, den wir erwecken können mit den Awakening Medals vom Extreme Z Battle. Wir gucken uns aber gleich alle Informationen detaillierter dazu an, was es dann doch noch zu gehen gibt aus dem Extreme Z Battle. Was mir aber hierbei wichtig ist, Freunde, ist das, was ich euch gesagt habe, nämlich ihr dürft solche Leaks immer nur so betrachten, wie wir sie auch bekommen oder solche News. Denn Anfang an hieß es eigentlich, dass dieser neue Broly nur in dem Extreme Z Battle erscheinen wird, nur ein Gegner sein wird. Über die Tage kamen dann Leaks, da kamen auch dann quasi Charaktere, die Icons, dass es ein In-Charakter ist und viele haben gesagt, ja, geil, das ist jetzt quasi ein Broly, den wir bekommen, das ist ganz sicher ein Broly. Nein, Freunde, aus den Leaks, die Leaker selbst sagen das doch immer selbst, dass das quasi das, was sie leaken, nicht zu 100% stimmt. Vor allem jetzt bei den Leaks, bei diesem Int-Broly, haben sie gemeint, das stimmt nicht zu 100%. Es kann sich was ändern, beziehungsweise stimmt es nicht zu 100%, dass wir diesen Broly bekommen, sondern was wir nur wissen, das war die letzten Tage die Information, mehr auch nicht, dass dieser Broly ein Gegner im Extreme Z-Battle wird. Alles andere war Wunschdenken von uns, von der Community, auch von mir selbst. Ich habe gesagt, es wäre cool, dass ein Free-to-Play-Broly wäre, so wie der Extreme Z Awakening Gohan. Das wäre das Geilste, was passieren könnte. Das Schlimmste wäre, dass es wirklich nur ein Gegner im Extreme Z Battle ist. Und das ist quasi passiert. Aber genau so stand es in den News. Genau so stand es in den Leaks. Deswegen bitte ich euch, Freunde, wie ich euch immer sage, solche Leaks und News muss man mit Vorsicht betrachten und nicht mehr daraus machen, was es ist. Denn die News, die Leaks vom Broly speziell, waren, dass es wirklich nur ein Gegner im Extreme Z Battle wird. Auch wenn wir die S-Animation haben und. Das war aber nur die ganze Vorlage, dass es der Gegner im Extreme Z Battle ist. Das ist wirklich ganz wichtig, Freunde, dass ihr das auf jeden Fall mitnimmt vom heutigen Video. Denn in Zukunft könnte das echt, also wenn man wirklich mehr aus einem Leak macht oder aus der Nachricht, was es ist, dann könnten das viele Leute falsch verstehen, es könnte viel Wirbel kommen für nichts. Im Endeffekt sind wir dann quasi leider da, sitzen da und denken uns, ja schade, wäre eigentlich schön, ist aber nicht schlimm, denn in Zukunft wird ganz sicher so ein Broly kommen, aber für den Moment ist es nur ein Gegner im Extreme Z Battle. Und ich spreche das auch ganz kurz an, bevor ich anfange, Freunde, weil gestern kam auch quasi die News von den Leakern, dass demnächst man damit rechnen könnte oder sich vorbereiten sollte für das 250 Millionen Download-Banner für die Kampagne. Ja, das stimmt, aber sie sagen es selbst in den nächsten Wochen. Es ist noch nichts garantiert, es ist noch nichts fix. Wir wissen noch kein Datum, wann das 250 Millionen Download-Banner kommen sollte. Wir haben noch nichts Handfestes. Es ist quasi nur von denen, dass man sich in die Woche bereiten soll, beziehungsweise dass es in den Wochen realistisch ist, dass das 250 Millionen Download-Ticket-Banner kommen könnte. Und ich selbst habe ja in meinem Video gesagt, was denen als nächstes kommt im Jubiläum. Das ist wirklich, ich auch es dort einschätze, dass es nach dem Jubiläum mehr oder weniger kommen könnte, denn da ist ein richtig guter Zeitraum dafür und ich schätze quasi dann den Zeitraum an, nämlich Ende August für das 250 Millionen Download-Banner, dass es eventuell Ende August, Anfang September kommen könnte, nach den ganzen Celebrations, die jetzt online sind, nach Thales und nach dem Broly, auf beiden Versionen. So, Freunde, kommen wir aber nun zu den News. Wie gesagt, ganz wichtig, Freunde, nimmt die ganzen News so, wie sie sind, die ganzen Leaks vor allem, denn es sind im Endeffekt Leaks vor allem, es sind nichts Handfestes, sondern es sind Leaks, die sich ändern könnten. Aber für uns quasi eine gute Schiene, um uns zu orientieren. Nehmt das bitte mit für die Zukunft. Okay, so, die Kampagne ist online, die Dragon Ball Super Moon Announcement Celebration. Wir haben ein Login-Bonus, schauen wir uns gleich detailliert an. Wir haben Special Missions, da schauen wir uns auch detailliert an, was ihr da auf jeden Fall tun müsst. Und wir haben das Extreme Z Battle von Broly. Was ihr dabei mitnehmen könnt, sind auf jeden Fall Orbs und Stone und das ist sehr, sehr gut. By the way, das Extreme Z Battle von Broly werden wir heute noch streamen ab 12 Uhr. Schaut in der Videobeschreibung, in dem Streamplan oder auf Twitch oder auf Discord, damit ihr Bescheid wisst, wann, wo genau ich live gehe. Heute ist es ab 12 Uhr auf Twitch wie immer. Alright, dann gucken wir uns mal zuerst das Login-Bonus an, kämpfen uns hoch quasi. Wir bekommen von heute jeden Tag an 1 Stone, also nichts Gravierendes. Das Ganze geht dann bis zum 27. bzw. bei uns bis zum 28. August, nämlich, ja genau, 28. Und
2 Uhr morgens, by the way. Und ja, da gibt es jeden Tag ein Stone Car auf jeden Fall mitnehmen, aber da wir jetzt quasi über ein paar Tage zwei Kampagnen online haben, zwei Login Boni, nämlich das von zuvor, ebenso das von Thales, bekommen wir über ein paar Tage da zwei Stones pro Tag. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Wenn wir uns die Mission anschauen, ganz wichtig, dass ihr die Mission auf jeden Fall macht, denn ihr bekommt bis zu 16 Dragon Stones abstauben, nämlich unter anderem Daily Missions. Was müsst ihr jeden Tag machen von heute bis zum 29. August 2 Uhr morgens, wie es hier dran steht? Nämlich, ihr geht jeden Tag her. Wenn ihr 20 Stamina verschwendet, bekommt ihr 1000 Friend Points. Wenn ihr Turtle School Training absolviert, das ist ein Event, was jeden Tag online ist, ein Daily Event, bekommt ihr einen der Z-Sorts. Wenn ihr Herkules Statuen Tournament Event macht, ist eben so ein Event, bekommt ihr eine goldene Herkules Statue. Wenn ihr irgendeine Stage dreimal macht, bekommt ihr, also auch schafft, clear any Stage 3 times, bekommt ihr 3 Sensu-Bohnen. Wenn ihr ein Friend Star macht, bekommt ihr eine Training Location. Wenn ihr ein Dokken Event macht, das geht nur für Samstag. Und das bekommt ihr quasi Shin-Medaille und für Sonntag gilt dann quasi das ebenso. Wenn ihr dann Dokkenen clearet, bekommt ihr die Kaioshin-Medaille. Und wenn ihr dann quasi jeden Tag eines dieser Missionen macht, warum ist es wichtig, dass ihr sie macht, bekommt ihr ein Sleeping Kai. Die Sleeping Kai sind auch nur im globalen Dokkenbattle. Die Sleeping Kai garantieren zu 30% eine Chance, dass die Esse eines Charakters sich erhöht. Ist hier free an der Stelle, nur mitnehmen. Deswegen macht auf jeden Fall die Daily Missions. Ohne Limit, also wegen der ganzen Campaign, um es besser zu sagen, ihr merkt schon, es ist früh am Morgen, müsst ihr Folgendes tun, damit ihr die Stones bekommt. Wenn ihr ein Extreme Event einmalig schafft, bekommt ihr einen Dragon Stone, dreimal bekommt ihr von jedem Typus 3 Swords. Wenn ihr es 5-mal schafft, bekommt ihr 2 Dragon Stones, wenn ihr es 10-mal schafft, bekommt ihr 3 Sleeping Kais. Alles klar. Wenn ihr ein Story Event einmalig schafft, 1 Stone, dreimal 3 von diesen Training Locations, 5-mal 2 weitere Stones, 10-mal 3 von den Sleeping Kais und wenn ihr einen Charakter durchkanalt, bekommt ihr 2 Sanduhr-Medaillen und wenn ein Charakter auflevelt, die Superdeck davon einmal, dreimal bekommt ihr Orbs, wie es hier gelistet ist, nur Orbs, nur mitnehmen und wenn ihr alle Movie-Announcement-Missionen schafft, bekommt ihr 10 Dragon Stones. Falls euch fragt, warum sind es physisch Orbs, weil wir Typenvorteil haben im Extreme-Z-Battle mit physisch Charakteren. Kommen wir nun zum Extreme-Z-Battle, nämlich... Es ist ein Special Extreme Z Battle. Wie gesagt, Broly ist nur der Gegner im Extreme Z Battle. Dennoch bin ich gespannt, wie das Ganze aussehen wird, wenn wir gegen ihn kämpfen. Und zwar wird er natürlich, wie es in jedem Extreme Z Battle üblich ist, für Runde immer stärker. Was hilft denn gegen das Extreme Z Battle? Normalerweise gibt es immer Kategorien, die stark gegen ihn sind oder Typen. Hier ist es in dem Fall nur Typus. Und zwar ist der super physisch und extrem physisch Charaktere haben ihren Typenvorteil und machen hier vermehrt Schaden gegen Broly und reduzieren den Schaden, den wir von ihm bekommen. Bis Level 21 kämpfen wir gegen den unerweckten Broly. Ab 21 wird dann zu diesem Broly und natürlich dann ein Stück stärker. Also von Level 1 an bis Level 30 bekommen wir je Level, je Stage 1 Stone und gewisse Orbs. Heißt, wir bekommen jetzt komplett 30 Stone aus dem ganzen Extreme Z Battle und Potential Orbs. Und an der Stelle ab Level 31 bekommen dann Platin-Herkul-Statuen. Also davon ist so viel zu den ganzen News. Wie gesagt, wir werden heute noch live gehen, das Extreme Z-Battle bewältigen auf Twitch ab 12 Uhr. Ich hoffe, das Ganze hat euch demnach gefallen. Und wie gesagt, wegen den Leaks, Freunde, betrachtet das wirklich mit Vorsicht. Wartet jetzt auch vor allem ab wegen 250 Millionen Download-Ticket-Banner, wann das Ganze kommen wird. Die nächsten Wochen, wie gesagt, ich rechne Ende August, Anfang September. Betrachtet das mit Geduld, betrachtet das mit Obacht, ja. Immer geduldig bleiben, denn ansonsten wird es quasi ein bisschen schade, wenn es nicht so kommt, wie es kommen sollte. Und im Endeffekt können sich ja Leaks immer ändern, denn es sind ja Leaks, die in den Daten sind und diese können die Entwickler einmalig bzw. ganz easy kurz ändern. Das war mir wirklich ganz wichtig, dass ihr das heute mitnimmt aus dem heutigen Video. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be alright.